Willkommen zu einer neuen Folge von Make-Up Review. Heute wollen wir euch DJ vorstellen. Und da ich der Make-Up Review nicht so gut im Mixen bin, habe ich mir den Marcel mit ins Boot geholt. Hallo, ihr kennt mich ja auch schon aus dem Blog. Ich habe auch schon diverse Reviews gemacht für Make-Up Review. Genau. Ja, genau. Und da wollen wir euch schnell erstmal kurz die Benutzeroberfläche vorstellen. Also, hier im oberen Teil sehen wir den ganzen Krams fürs Mixen. Und hier unten ist dann die Playlist für die ganzen Lieder. Die werden aus iTunes importiert. Zum oberen Teil hier. Also das hier sind die Turntables. Seht ihr ja, die funktionieren auch mit der Maus hier super gut. Dann sind hier die Fader auf beiden Seiten. Dann die der Equalizer, der Crossfader. Und hier drüben ist der Speed Control. Die Knöpfe sind hier alle mit der Maus anfassbar, also das könnt ihr hier alles einstellen. Dann haben wir hier unten noch so eine kleine Leiste, in der wir verschiedene Einstellungen tätigen können. Wie zum Beispiel die Effekte können wir hierüber einstellen. Dann können wir die Cue Points setzen. Dann ist hier das Skipping Tool mit drin. Und wir können hier auch die Loops einstellen. Ja, genau, also das funktioniert auf beiden Seiten alles extra. Also hier drüben haben wir so einen Knopf, in dem wir Samples einspielen können. Gibt hier eine ganze Reihe Auswahl. Da kann man dann hier auch über das DJ Sample Pack verschiedene einstellen oder man kann sich auch eigene noch reinladen. Zum Beispiel aus dem Internet geladen oder so. Na klar. Und da sich das Mixen mit der Maus schlecht macht, kann man auch mit DJ verschiedene Hardware Turntables anschließen und da kommt jetzt Marcel dazu. Genau, also ich habe mein Vestax mitgebracht. Es ist direkt zugeschnitten für DJ am Mac. Ihr seht auch den Aufkleber DJ. Ich habe mir mein Turntable ein bisschen umprogrammiert, damit ich ein paar Effekte drauf habe. Zum Beispiel hier oben den Equalizer brauche ich nicht unbedingt. Da habe ich mir einfach so ein paar Effekte reingebaut. Ist plus, damit es dann, wisst ihr, euch nicht wundert, wenn ich dann beim Mixen bin. Was der Mac Viewer noch vergessen hat, zum User Interface hier oben, habt ihr den Aufnahme-Button. Wir wollen den Mix einfach aufnehmen, damit wir den euch dann bereitstellen können. Und ja, also jetzt läuft das auch und das seht ihr jetzt auch hier an der Konsole, leuchtet jetzt hier oben der Record-Knopf rot. Ansonsten ist quasi alles 1:1 in der Software wie am Pult hier. Aber man kann es halt anfassen und damit alles besser steuern und managen. Also okay, ich ziehe einfach das Lied hier rein. Und ihr merkt, es fängt also schon automatisch an abzuspielen. Ich will erstmal noch auf Stopp drücken. Genau. Noch kurz hierzu zwei Worte. Hier seht ihr dann so einen Haken vor dem Lied, das heißt, dass das schon abgespielt wurde. Ganz praktisch, wenn man den ganzen Abend auflegt und dann am Ende gar nicht mehr weiß, was man eigentlich schon gespielt hat. Wir fangen jetzt einfach an mit den Effekten hier. Und ich spiele jetzt einfach das Lied ab. Und genau. Hab jetzt, also hier könnt ihr verschiedene Effekte aktivieren. Und jetzt habe ich mir das hier reingelegt, deswegen. Da könnt ihr die einfach reindrehen. Und jetzt hier einfach durchklicken. Jetzt ist ein Crusher, ein bisschen strange. Genau, und auf den Höhen habe ich mir noch einen anderen Effekt gelegt, den Filter, den sogenannten Filter. Der klingt dann ungefähr so. Genau, da ist noch ein kurzer Überblick. Und das ist hier drüben immer 1:1 dasselbe. Also, damit ihr halt auf beiden Turntables die Effekte einstellen könnt. Kommen wir zu den Cue Points. Ihr habt drei verschiedene Cue Points, die ihr sich setzen könnt, also in drei verschiedenen Formen. Und das ist nicht markiert. Und zwar, wenn ihr auf den einzelnen Knopf hier drückt, also den blauen, den grünen oder den roten hier, dann setzt ihr den Cue Point. Und wenn ihr hier daneben auf den Knopf drückt, dann springt ihr zu dem zurück. Also ich springe jetzt immer wieder zurück zu dem Punkt, den ich mir damals gesetzt habe. Das könnt ihr jetzt hier noch mit dem grünen machen und den blauen. Können. Auch das mal zur Demonstration zu.
kommen wir hier zum Beatskipping. Da könnt ihr erstmal auswählen, wie viele Beats geskippt werden sollen. Zwei. Und dann, wenn ihr jetzt hier drückt, tut er immer zwei Beats überspringen. Und das könnt ihr bis zu 8 machen. In beide Richtungen, also da. Wo sich's anbietet, ist es eine ganz gute Sache. Hier haben wir die Loops. Da könnt ihr jetzt auch hier. Wir haben jetzt ja, die Loops, wie gesagt. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier automatische Loops setzen von zwei Beats jetzt. Also seht ihr jetzt hier oben auch in der Frequenzanzeige. Werden dann jetzt immer zwei Beats quasi immer wieder von vorne abgespielt. Von dem Punkt an jetzt. Das könnt ihr hier noch ändern auf 4, 8. 16, 32, wie auch immer. Ihr könnt auch am Pult automatisch Loops setzen. Das drückt einfach in. An der Stelle, wo ihr wollt, dann wieder out. Und jetzt merkt ihr ja, wenn ich immer wieder holt. Könnt ihr den immer wieder verkürzen. Und dann einfach wieder abspielen. Ja. Haben wir noch so den Samples. Ihr könnt jetzt zum Beispiel zum Samples einspielen, was Alex vorhin schon erklärt hat. Und ich zeige euch einfach mal hier zum Beispiel den Gunshot. Das ist einfach so. Kanonenschuss, wo es sich anbietet, kann man es einspielen. Jetzt vielleicht hier passt das nicht ganz so. Oder hier jetzt so einfach so ein großer Knall. Oder einfach hier so eine Feuerwehrsirene oder so könnte man. Wo es sich anbietet, kann man es halt einfach mal nutzen. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch noch eigene Samples reinladen. Genau. Okay, jetzt sehen wir hier. Das Lied läuft bloß noch. 1 Minute 29. Und auf dem rechten haben wir jetzt hier schon das neue Lied reingezogen. Und nein, die Pizza soll werden. Wir müssen erstmal anfangen, das Spiel drehen. Und ja, jetzt werde ich es einfach mal mixen. Ihr könnt da einfach mal zuschauen. Wir haben hier noch den Sync-Button. Damit synchronisiert er automatisch, wenn er abspielt, mit dem anderen Lied auf dem anderen Turntable. Genau, und ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Genau, ich muss jetzt hier noch auswählen, dass ich den rechten Turntable vorhören möchte im Kopfhörer. Und jetzt haben wir einfach einen Übergang gemacht und das andere Lied. Mit ein bisschen Übung liegt das jedem. Und das ist wirklich mit der Software super einfach. Ja, das soll es zu DJ erstmal gewesen sein. DJ könnt ihr im Mac App Store für 40 Euro euch kaufen. Und wir denken, dass sich diese Investition auf jeden Fall lohnt. Denn Mixen macht mit DJ unglaublich viel Spaß und das Ganze geht auch leichter von der Hand. Genau, also auf jeden Fall für Hobby-DJs oder Leute, die einfach mal reinschlummern wollen ins DJ-Geschäft, gute Sache. Wir lassen euch jetzt einfach noch mit dem Lied alleine und hoffen, euch hat unser Video nicht gefallen. Tschüss!